Liebe Freunde, wir danken unserem Parteivorsitzenden Horst Seehofer und dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Peter Gauweiler für diese Ausführungen. Vielen herzlichen Dank. Danke, meine Damen und Herren. Ihr seid der herausragende Fanclub der CSU. Ihr seid unsere Südkurve. Danke für diese Stimmung, danke für euer Kommen. Denn jeder hat heute wieder gesehen, wir, die CSU, hat den größten, den besten, den schönsten, den einzig wahren Aschermittwoch in Deutschland. Ihr seid das beste Publikum der Welt. Vielen herzlichen Dank dafür. Die anderen können uns nicht das Wasser reichen. Eingeschenkt und abgekocht wird hier nur bei der CSU in der Dreiländerhalle wie jedes Jahr ehrlich, unverblümt und im Klartext. Und deswegen danke ich auch allen, die von den vielen Besuchergruppen aus ganz Deutschland gekommen sind, von der CDU, von unseren Freunden aus den anderen Bundesländern. Vielen Dank, dass ihr seit Jahrzehnten zu uns kommt. Und das ist der Unterschied, meine Damen und Herren. Wir in Passau sind der Verein für deutliche Aussprache. Klar, deutlich, bayerisch. Wir sprechen es eben aus, dass die Brüsseler Bürokraten uns in Bayern gar nichts vorschreiben können und vorzuschreiben haben. Das erwartet ihr von uns, wie Peter Gauweiler ausgeführt hat, keine Samthandschuhe, sondern Arbeitshandschuhe. Und deswegen freuen wir uns auf die Europawahl am 25. Mai mit unserem Team. Hier in Passau hat die CSU wieder Klartext gesprochen, dass Freizügigkeit in Europa nicht den Zuzug in unser nationales Sozialsystem bedeuten kann. Wer schmarotzt, braucht gar nicht erst zu kommen, liebe Freunde. Hier in Passau hat die CSU klare Kante gezeigt, dass der deutsche Pass kein Ramschartikel sein darf und generelle doppelte Staatsbürgerschaft mit uns, mit der CSU, nicht in Frage kommt. Liebe Freunde, hier in Passau hat die CSU klare Ansage gemacht, dass sich die Genmais-Fetischisten in Brüssel und in Washington, in Bayern, zügig vom Acker machen sollten. Weg damit! Hier in Passau haben wir gemeinsam die beste Koalition von allen bekräftigt. Die Koalition der CSU mit den Bürgern. Die Koalition mit euch, liebe Freunde. Und deshalb, weil wir dieses Bündnis mit den Menschen in Bayern haben, tritt die CSU selbstbewusst und gestärkt auf. Wir sind, Herr Parteivorsitzender, verliebt ins Gelingen. Das Beste für unsere Heimat und das Beste für unser Vaterland, das ist unsere Mission. Diese Einzigartigkeit Bayerns und der CSU, ja, wir wissen von den anderen, sie verstehen uns oft nicht. Sie wollen uns oft nicht verstehen. Ganz ehrlich, es ist uns eh wurscht, ob sie uns verstehen. Die anderen werden es nie lernen. Sie werden Bayern auch nicht verstehen. Für uns zählt bei allem Tun Erfolg, Zukunft und Bayern. Und ich darf euch nur mal einen Beitrag bei Twitter von der SPD vorlesen. Mir anfangen mit zukünftiger Blasmusi war Schunkelmiet. Was? Wie? Die bayerische SPD, liebe Freunde, kann nicht einmal bayerisch. Und von daher hat sie keinen Anspruch, in Bayern Verantwortung zu übernehmen. Liebe Freunde, am Aschermittwoch ist es wie in der Bundesliga beim FC Bayern. Für unsere Gegner geht es schon längst nicht mehr ums Gewinnen, sondern darum, das Ausmaß der Niederlage einigermaßen in Grenzen zu halten. Ich kann euch sagen, mit unserem Fanblock, mit den bayerischen Bürgern haben wir haushohe Siege eingefahren. Danke, lasst uns das bei den Kommunalwahlen und bei den Europawahlen fortsetzen. Schauen wir doch mal, was heute in den kleinen Nebenzimmerveranstaltungen der anderen Parteien so los war. Bei der FDP hat Wolfgang Kubicki gesprochen. Dieses Nordlicht rüpelt gern gegen die CSU. Wir heißen ihn trotzdem herzlich willkommen in Bayern und wünschen ihm dann eine gute Heimreise. Länger brauchen wir uns bei der FDP heute nicht aufzuhalten. Liebe Freunde, bei den Freien Wählern kann man nur sagen, oh mei, der Aiwanger. Sein Freund Ude hat vor der Landtagswahl 2013
mit ihm auf dem Bauernhof ein Ferkel streicheln dürfen. Aber dann hat der Aiwanger die Messer gewetzt. Das arme Schweinderl wurde jetzt geschlachtet. Beim Aiwanger geht die Liebe halt durch den Magen und er hat heute gesagt, der Bayernplan, unser Bayernplan, nämlich unser Bayernplan, der weiß-blaue, der sei orange. Ja, liebe Freunde, Aiwanger ist dann doch ein bisschen Blunder. Das Orangenlimo gehört ins Glas, aber dieses letzte Norgerl, das lassen wir den Freien Wählern. Mehr aber nicht, denn Bayern muss weiß-blau bleiben, meine Damen und Herren. Bei der SPD haben früher noch ganz andere politische Kaliber gesprochen. Schröder, Müntefering, Gabriel. Die haben groß aufgefahren und heute spricht ein Herr Schulz. Das ist er ohne diplomatischem Geschick, aber mit dem treuherzigen Blick. Der redet komplett anders, wie er die letzten Jahre im Europäischen Parlament abgestimmt hat. Das werden wir nicht durchgehen lassen. Das ist zwar europapolitisch definitiv für Deutschland nicht witzig, was der Mann die letzten Jahre gemacht hat, aber eben sozialdemokratisch originell. Und meine Damen und Herren, heutzutage kommt man mit so einer Haltung wie Martin Schulz an die Spitze der Sozis, europäischer Spitzenkandidat zu werden. Das lassen wir denen nicht durchgehen und beim Europawahlkampf werden wir die auch stellen. Und meine Damen und Herren, der Schulz, der wollte ernsthaft damit auffallen, dass er ein Herz für das arme Griechenland hat. Da kann man nur sagen, Ude, nimm den Schulz mit auf Mykonos und genießt den Urlaub. Ihr braucht keine politische Verantwortung in Europa übernehmen. Und meine Damen und Herren, voriges Jahr hat ja Peer Steinbrück gesprochen bei der SPD. Dem haben wir damals zugerufen, lieber Alexander Dobrindt, besser Klappe halten als Hand aufhalten. Heute rufe ich den geschwätzigen Sozialdemokraten zu, wer das Wasser nicht halten kann, darf nicht am Tisch bei Mutti sitzen. Meine Damen und Herren, und deswegen freuen wir uns, dass Hans-Peter Friedrich unser Ehrenmann da ist. Die Sozis haben nur einen Oppermann. Unsere Lehre daraus ist, einmal den Sozis vertraut, hast du schon auf Sand gebaut. Und deswegen muss sich Gabriel auch gefallen lassen, dass er mit seiner Unterschrift den Koalitionsvertrag abgesegnet hat. Und wir lassen es uns nicht gefallen, dass beim Doppelpass plötzlich über die Hintertür SPD-Ministerpräsidenten ein fieses Foulspiel machen. Es ist höchste Zeit, dass in der Fastenzeit Sigi Gabriel endlich seine Sozen in den Griff bekommt, sonst wird es schwierig in der Großen Koalition. Und der schlimmste aller Sozis, dieser griesgrämige, total unsympathische Ralf Stegner, dieser möchte gern Generalsekretär der SPD, Hetz gegen Merkel und Bult um Gysi. Diesen linken Faustspieler, diesen Linksaußen muss Gabriel schleunigst vom Platz nehmen. Wir haben mit den Sozen Fairplay vereinbart und dann müssen sich auch die Sozialdemokraten gefälligst dran halten in Berlin, in der Großen Koalition und den von hinten Treter Stegner runternehmen vom Platz, meine Damen und Herren. Übrigens, liebe Freunde, nicht, dass Sie sich wundern, aber zur Bayern-SPD habe ich keine Redezeit vorgesehen. Aber eins muss schon noch sein, der Brunold zitiert Strauß. Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland, Europa unsere Zukunft. Ja, Brunold, ja endlich hast du es kapiert, dass die CSU die richtigen Botschaften hat, meine Damen und Herren. Und schauen wir uns einmal die Grünen an, da hat Hofreiter gesprochen, das ist der mit den langen Haaren. Sozusagen der Günther Netzer der Grünen. Recht viel reden, ohne Substanz und ohne Strategie. Aber egal bei den Grünen, ob Eckart, Göring oder Hofreiter, Hauptsache die Haarlänge stimmt, die Inhalte sind wurscht. Und meine Damen und Herren, die Linken schippern mit Gregor Gysi, mit seinem dunkelroten Genossen, auf dem Schiff hier in Passau namens Linz, die schippern auf der Donau.
wir hätten keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben mit der Reederei verhandelt. Unser Vorschlag, lieber Freund Püringer, Sie sollten gleich über Linz direkt ans Schwarze Meer weiterfahren. Da können Sie dann Rotkäppchen-Sekt trinken und anstoßen, dass Sie endlich im Schwarzen Meer angekommen sind. Wir würden Ihnen die Reise sogar zahlen, meine Damen und Herren. Und liebe Freunde, die AfD hat auch getagt. Ich sage, die AfD bedeutet gerade für die Europawahlen Abstieg für Deutschland. Und das müssen wir klar machen. Abstieg für Deutschland, das wollen wir nicht europapolitisch, sondern wir wollen mit der CSU die regionale Vertretung mit unseren Kandidaten im Europäischen Parlament. Und lasst die Finger weg von diesem AfD-Schmanz und lasst die Finger weg von Abstieg für Deutschland. Denn wir wollen ein Europa, aber wir wollen ein besseres Europa. Deswegen gibt es am 25. Mai nur eine Wahl, nämlich CSU, liebe Freunde. Ich freue mich drauf, wenn wir zum nächsten politischen Aschermittwoch wieder hier sind, wenn Sie alle wieder kommen. Wir haben als CSU immer gefühlt 10.000 Besucherinnen und Besucher und das lassen wir uns von keinem nehmen. Wir haben eine volle Halle, eine gut besetzte Halle. Die anderen haben eher Konferenzveranstaltungen. Das lassen wir denen auch. Ich sage Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen. Tragt die Botschaft raus. Tragt die Botschaft raus zu den Kommunalwahlen und Europawahlen. Tragt die Botschaft hier von der CSU raus. Herzlichen Dank fürs Kommen. Und jetzt freuen wir uns auf das Deutschlandlied und die Bayernhymne. Herzlichen Dank. Glück auf!